Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Nebst vielen anderen Themen liegt unser Bildungssystem mit all seinen Facetten immer auf dem politischen Parkett. Am 21. Mai entscheidet die Zürcher Stimmbevölkerung zum Beispiel über die Fremdsprachen-Initiative. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Langzeitgymi, SEC, Kurzgymi oder lieber eine Lehre? Was sind die Ziele der Schülerinnen und Schüler heute? Nützen die auch der Gesellschaft? Und darf die Wirtschaft den Anspruch haben, zu sagen, was sie braucht und was nicht? Und das auf Kosten von einer freien Berufswahl. Gleichzeitig gilt es, den Fähigkeiten von jeder einzelnen Schülerin, jedem einzelnen Schüler bestmöglich gerecht zu werden. Und die liegen bei uns allen, nehmen anders. Kann unser Bildungssystem mit den geplanten Reformen unter anderem auch auf diese Fragen Antworten geben? Und geht das Wohl der Schüler damit nicht schlicht vergessen? Das diskutiere ich diese Woche mit Andreas Pfister, Gymi-Lehrer und Bildungsexperte. Er schreibt unter anderem regelmäßig im Politblog vom Tagesanzeiger zum Thema Bildung. Andreas Pfister lebt mit seiner Familie in Zürich. Grüezi, Herr Pfister. Grüezi. Herr Pfister, wenn es nach der Zürcher Bildungsdirektion geht, sollen unter anderem aus Spargründen in Zukunft weniger Schülerinnen und Schüler können als Langzeit-Gymi? Ja, das ist Zürcher Bildungspolitik im Moment. Ich habe das auch mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Ja, einerseits hat man es können erwarten, weil es gibt einen Spardruck. Nicht erst seit gestern, das hat sich schon seit längerem abzeichnet. Man weiss, dass man sparen kann, selbstverständlich, wenn man weniger investiert in die Bildung. Und von dem her folgt schon einer gewissen Logik, einer finanzpolitischen Logik. Aber ich habe eigentlich immer gedacht, dass die bildungspolitische Logik, die es ja auch gibt, daneben, dass die eigentlich stark genug sei, gerade in Zürich, ihre Stadt, wo Bildung einen sehr hohen Stellenwert hat, wo Bürgerinnen und Bürger sehr hoch auch gebildet sind, dass das sich eigentlich könnte durchsetzen gegen finanzielle Interessen in diesem Fall. Höre ich daraus heraus, dass Sie sagen, Bildung, gross in Klammern, ist ein Bereich, der darf nicht gespart werden. Respektive, viel Geld gibt eine gute Bildung. Ja, das ist schwierig, auf diese Frage eine ganz einfache Antwort zu geben. Aber wir könnten ein Gedankenexperiment machen. Wenn es nicht so wäre, dass sich eine Investition in die Bildung würde auszahlen würde, könnte man ja den Gedanken umdrehen und sagen, ja gut, denn, wenn man weniger investiert, dann hat man ja eine gerade so gute Bildung. Könnte man gerade so gut zum Ziel kommen. Und ich glaube, Länder und Kulturen und Gesellschaften, die das eben nicht machen, die das nicht haben, die nicht unsere Schweizer Mittel haben, beweisen ja, dass es nicht geht. Ohne näher auf die PISA-Studie jetzt im Detail einzugehen, was sagen Sie denn Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, wir haben bei weiss Gott nicht ein günstiges Bildungssystem, sondern wir leisten uns ein relativ teures, eines der teuersten, sind aber alles andere als top in diesen Tests. Da fragt sich schon, ist das Geld am richtigen Ort investiert oder könnte man nicht doch sparen? Also, ich verstehe die Frage und es tut uns natürlich weh, dass wir nicht top sind. Gerade als Schweizerinnen und Schweizer haben wir sehr einen hohen Anspruch an unser Bildungssystem. Wir wollen top sein und wir haben auch sehr gute Voraussetzungen zum top sein. Und auch das viele Geld, das wir rein investieren, soll dazu beitragen. Aber ich glaube nicht, dass die Lösung darin bestehen kann, dass man sagt, weil wir nicht top sind, nehmen wir jetzt halt noch Geld raus. Also diese Umkehrlogik kann es ja dann auch nicht sein. Aber ist die Logik, weil wir nicht top sind, braucht es mehr Geld? Also die finde ich nachvollziehbarer als die andere. Also Geld, das man in Bildung investiert, ist ja, wie das Wort Investition sagt, nicht einfach eine Ausgabe,
Also nicht einfach etwas, das verloren ist, sondern etwas, das wieder zurückkommt. Und wenn man versucht, als Standort Schweiz, der von der höheren Qualifikation lebt, der von Schweizer Qualität lebt, wenn man versucht, hier konkurrenzfähig zu sein und zu bleiben, dann muss man investieren. Da darf man nicht das Gegenteil machen. Gut, also ich bleibe jetzt, ich vertrete jetzt da noch ein bisschen die kritische Haltung, wenn man jetzt gleich sagt, wir haben einen Finanzhaushalt und wir müssen sagen, es gibt verschiedene Bereiche, die wichtig sind. Bildung ist einer davon, aber wir müssen all die Bereiche halt auch immer mal wieder überprüfen, ob man es dann immer noch so muss machen oder ob man auch am einen oder anderen Ort vielleicht den einen oder anderen Leerlauf kann streichen. Sie stellen sich aber auf den Standpunkt aus wirtschaftlichen Gründen. Gymnasiumsklassen zu streichen, ist der falsche Ansatz. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ich glaube, dass es so ist. Also natürlich kostet eine Gymnasiumsklasse halt einfach mehr als eine Sekundarklasse. Aber ich glaube auch nicht, dass da dahinter nur finanzielle Interessen liegen, sondern ich glaube, da ist eine politische Agenda dahinter. Also das Stärken von der Sek oder der Berufslehre dient nicht in erster Linie finanzpolitische Ziele, sondern das sind politische Ziele, wo wollen die Sekundarschule, wo wollen die Berufslehre stärken. Und wenn man das gerade mit, sage ich mal, mit finanziellen Einsparungen kann verbinden, dann macht man das umso lieber. Aber wir möchten es eigentlich sowieso. Gut, also wir haben einfach, wenn wir jetzt sagen wir mal im Thema Bildung, muss man natürlich den ganzen Topf, die Ausgaben muss man irgendwie teilen, oder? Weil Berufslehre gehört auch in den ganzen Dampfer, genauso wie jetzt eine Matura und nachher vielleicht auch eine Hochschulausbildung. Nichtsdestotrotz, nehme ich wieder die kritische Haltung ein und sage, es gibt ganz viele Akademiker, gut ausgebildet, die nicht so einfach eine Stelle finden nach ihrem Studium oder sogar zum Teil überhaupt nicht. Dann ist oder lehnt sie die Frage zu, dass man fragt, ja, ist denn das überhaupt richtig, dass man solche Studien unterstützt, wenn nachher die Leute, die da abkommen, gar keine Perspektive haben? Ich glaube, da müssen wir schon genau hinschauen. Also es gibt häufig so einen Mythos vom arbeitslosen Akademiker. Also das Paradebeispiel ist der Philosoph als Taxifahrer, oder? Wo keine Stelle findet mit seinem geisteswissenschaftlichen Studium und dann muss er eine Tätigkeit ausüben, wo er eigentlich dafür überqualifiziert ist. Und ich staune manchmal, wie solche Denkmuster in unseren Köpfen weiterleben und sich schon verselbstständigt haben, obwohl die Realität anders aussieht. Und ich glaube, wenn man ich glaube, da lohnt sich eben schon ein Blick einmal in die Statistik. Und wenn wir dort anschauen, dann sehen wir ganz klar und eindeutig, dass die Arbeitslosigkeit abnimmt mit zunehmender Ausbildung. Also die Heerscharen von arbeitslosen Geisteswissenschaftlern, die gibt es nicht. Die sind inexistent, sondern die Arbeitslosigkeit der Geisteswissenschaftler die beträgt 2,7% 5 Jahre nach dem Abschluss, bei einem Schweizer Schnitt von ungefähr 4%. Also es ist unterdurchschnittlich. Und dass man da mit anderen Zahlen zum Teil operiert, hat auch damit zu tun, dass man halt zum Beispiel gerade 1 Jahr nach dem Abschluss messen. Und ein geisteswissenschaftliches Studium ist eben nicht eine Berufsausbildung im engeren Sinn. Darum ist es ja normal, dass die Leute nicht sofort auch einen Job haben, weil es ist ja keine Berufsausbildung. Genau. Es braucht eine gewisse Zeit, um Fuß zu fassen im Arbeitsmarkt. Da spielen Sie mir jetzt einen ganz schönen Böller zu, nämlich das andere, ich sage jetzt, Sie haben jetzt vorher von einem Mythos geredet, ich sage jetzt, ist es dann ein Vorurteil, dass man wie ganz vielen Akademikern dann sagt, ja, ja, die haben einen riesigen Rucksack an Bildung, die mitbringen, aber im Alltag, im Berufsleben taugen sie einfach nicht, weil sie nicht arbeiten können. Ist es ein Vorurteil oder etwas, wo Sie auch sagen, nein, so stimmt es eben auch nicht? Es kommt darauf an, bei welchem Alltag. Es kommt darauf an, wo ich her schaue. Also aus dem Gewerbe höre ich zum Beispiel den Satz, ich brauche keinen Philosoph, ich brauche einen Stromer. Oder? Und natürlich ist das so. Natürlich braucht das Gewerbe den Stromer. Aber ich behaupte, es braucht eben auch den Philosoph. Oder? Gut, aber das Gleichgewicht muss ja dann gleich auch noch stimmen, oder? Das Gleichgewicht muss stimmen und das Gleichgewicht stimmt eben nicht im Moment. Das ist der Punkt. Ich sage nicht, dass wir nur noch Philosophen brauchen und keinen Stromer mehr. Sondern im Moment ist es so, dass
unser Reden vom zu viel Akademiker haben, also unsere Akademiker-Skepsis oder zum Teil sogar Feindlichkeit, die hat sich dermaßen verselbstständigt, dass wir heutzutage aus dieser Balance geraten sind und wir müssen diese Balance wieder finden. Also das heisst, zu wenig Akademiker? Wir oder was sagen Sie, wenn Sie sagen, die Balance ist nicht im Gleichgewicht? Was fehlt dann? Ja, es ist genau so, wie Sie sagen. Zu wenig Akademiker. Wir haben zu wenig Akademiker. Wir importieren in der Schweiz Akademiker importieren im ganz grossen Stil. Es ist so, dass wir in der Schweiz nicht genug eigene Leute haben, um unsere Nachfrage, um unseren Bedarf an Hochqualifizierten selber zu decken. Also holen wir sie aus dem Ausland. Gegenwärtig sind ungefähr 60%, also mehr als die Hälfte, von allen Immigranten hochqualifiziert. Also das ist nicht mehr so wie früher, dass die einfach wären, auf den Bau arbeiten. Sondern es gibt zwei Sorten von Immigration. Die eine Sorte, das sind die Leute, die tatsächlich nach wie vor auf den Bau gehen, arbeiten. Die gibt es immer noch. Aber daneben gibt es die Immigration der Hochqualifizierten. Und dort denke ich ein und sage, es kann doch nicht sein, dass wir unser eigenes Kind, unseren eigenen Nachwuchs nicht genug gut ausbilden. Gut. Genug gut. Dann müssten wir vielleicht einmal noch bestimmen, was ist denn genug gut, oder? Also ja. in ihrer, ich sage jetzt ketzerisch, ist ein böses Wort, aber Sie haben jüngst einen Artikel geschrieben, der heisst, ich fordere Matura für alle. Matura-Quote ist immer wieder so ein Thema. Einerseits im Vergleich zum europäischen Ausland, andererseits natürlich auch innerkantonal, weil das ja nach wie vor kantonal geregelt ist, haben wir relativ eine tiefe Quote. Oder? Und wenn man jetzt ja Ihre These weiterspinnt, dann müssten wir die Quoten aufsetzen. Also, das Schweizer Bildungssystem ist ja da eine Besonderheit. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir es allzu platt vergleichen mit anderen Ländern. Ich glaube schon, dass unser Schweizer Bildungssystem seine Stärken hat. Also, die Schweizer Berufslehre ist ein Erfolgsmodell. Sie ist absolut top in dem, was sie macht. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass es noch einen anderen Bereich gibt nebendran, der Gymnasial, der akademische Bereich, und dass man den auch pflegen muss und dass man den auch ausbauen muss. Was ich fordere, ist nicht, dass alle jetzt Gymi sollen. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Sondern unsere Gesellschaft entwickelt sich weiter und die Ansprüche aus der Wirtschaft an Arbeitnehmer steigen die ganze Zeit. Stichwort Digitalisierung, Stichwort Automatisierung und so weiter. Unsere Ausbildungsgänge, die müssen sich auch weiterentwickeln. Und zwar heisst das nicht, dass jetzt alle müssen Akademiker werden müssen, sondern das heisst, dass Berufsmaturität nebst der gymnasialen Maturität auch muss ansteigen. Also darum habe ich in diesem Artikel geschrieben, ich fordere eine Maturität für alle, heisst, ich fordere sowohl gymnasiale als auch Berufs- als auch Fachmaturität. Und wenn wir jetzt das wieder zurückspinnen auf Ihre These, dass wir vor allem auch hochqualifizierte Leute zu uns ins Land holen, weil wir sie selber nicht haben, sagen Sie oder gehen Sie davon aus, wir hätten mehr hochqualifizierte Leute und halten Sie was? Vom Gymi zum Beispiel fern von einer Maturität fern, weil wir die Quote so tief halten? Von dem bin ich überzeugt. Es hat mehr Potenzial. Wir haben ganz viele junge Leute, die haben Potenzial. Und sie haben nicht nur Potenzial, sondern sie haben auch Motivation. Und die Leute, die wollen an das Gymi. Oder schauen Sie zum Beispiel mal an, wie viele Leute das gerne in Zürich ins Gymi gehen. Und wir lassen sie einfach nicht. Weil man die Quote unten behalten will. Weil man die Lehre stärken will. Weil man gut, dann kann er noch die Prüfung gehen und wenn er die Prüfung besteht, ist er drin, oder? Ja, dann ist er schon drin, aber dann wird in der Probezeit gesiebelt. Das kommt noch dazu. Aber in meinem Verständnis von einer liberalen Gesellschaft, wo man die Bildung machen kann, die man möchte, wo man auch die Veranlagung hat dafür, die Motivation hat dafür, der passt es einfach nicht dazu, dass man derart in einen anderen Weg gezwungen wird, den man eigentlich gar nicht möchte haben.
Und es ist also auch heisst, nicht... Sie haben, wenn ich Sie unterbrechen darf, das heisst, also, wenn wir am Philosoph zum bei dem Beispiel bleiben, sagen, du, dich Philosoph brauchen wir nicht, aber ja, wir brauchen vielleicht einen Chemiker. Dann können wir aus dem Philosoph oder aus dem Historiker, der ja, kommt dann nicht mit Begeisterung, geht der dann hinter Mathematik und Chemie zum Beispiel, oder? Ja, das ist ja, das ist ja immer das Gegenargument, dass man sagt, wir brauchen gar nicht mehr Akademiker, sondern wir brauchen einfach mehr MINT-Fachleute, oder? Das ist nicht falsch. Aber also der Punkt, um noch mal schnell zu sagen, das sind die naturwissenschaftlichen Fächer. Richtig. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und natürlich gibt es dort die noch größere Nachfrage. Aber das heisst eben nicht, dass wir jetzt quasi einen Geisteswissenschaftler-Schwemmi hätten. Sondern von den einen brauchen wir einfach noch etwas mehr als von den anderen. Gut. Und jetzt, um wieder zurückzukommen auf das Thema, dass Sie sagen, eigentlich hätten wir mehr hochqualifizierte Leute, als man zurzeit ausbildet. Das geht dann nicht auf Kosten von der Qualität, weil das ist etwas, was immer wieder kritisiert wird, gerade von Uni und ETH, dass die Maturanden tendenziell, nicht von überall, aber doch auch schlechter ausgebildet sind, die Grundanforderungen nicht mehr, nicht mehr genügen, dass gewisse Vorkürse gemacht werden, damit sie überhaupt nachher an einem Studium nachgehen können. Ja. Würde man das dann nicht noch mehr verschärfen, wenn man jetzt noch mehr Leute in das Gymi nehmen würde? Schauen Sie, die Qualitätsdiskussion ist so alt wie das Gymnasium selber. Also man hat immer schon gesagt, dass Gymnasiasten heutzutage nicht mehr können. Und dass jetzt das Gymnasium-Bashing mehr oder weniger unreflektiert, unter anderem mit der ETH, stattfindet, das finde ich problematisch, das finde ich echt unglücklich, weil ich als Gymi-Lehrer könnte ja das Gleiche machen. Ich kenne ja die Nöte, ich lese ja die Aufsätze und sehe die Kommafehler und ich rauf mir ja die Haare auf. Aber ich gehe doch nachher nicht einfach zum Primarlehrer oder zur Primarlehrerin und sage, also die Primarschüler, die können ja fängst nichts mehr. Oder? Also man kann immer den Ball nach oben spielen und sagen, sie können fängst nichts mehr. Müssen sie nicht nach oben spielen? Nein. Um eine insgesamte Verbesserung herzukriegen. Weil wenn jeder sagt, das mache ich doch nicht, kommen wir ja auch nicht weiter. Ja, aber es ist ja nicht so, dass der Primarlehrer oder Primarlehrerin nicht einen exzellenten Job macht. Und wir müssen schaffen mit den Gegebenheiten, die wir haben, mit den Leuten, die wir haben. Und ich glaube, die kulturpessimistisch, also die pessimistischen Klagen darüber, dass die Jungen immer dümmer werden und immer mehr Fehler machen und so weiter. Ich habe das Gefühl, das sagt mehr über uns Unterrichtende etwas aus als über die Jungen. Also das würden Sie als Lehrer, der ja, jetzt ja schon seit ein paar Jahren zum Beispiel aufsetzt, ja, und also jetzt gerade Rechtschreibung und also Zeichensetzung anschauen, würden Sie nicht sagen, doch, das ist so? Das hat sich verschärft. Nein, ich glaube, was es braucht, ist mehr eine Aufmerksamkeit von uns Lehrpersonen für uns selber, wie wir ticken. Und wenn wir uns ertappen dabei, dass wir über die Jungen schimpfen, wie die heutzutage nicht mehr können, ich glaube, das stimmt mit uns etwas nicht. Und ich glaube, diese Sensibilität müssen wir entwickeln. Wir müssen nicht auf den Jungen herumhacken. Ein anderer Aspekt, den ich da noch vielleicht schnell reinbringen will, Sie haben das schon mal ein bisschen angetönt, Hochschulausbildung, also Matura, Hochschule, ist die ganze Finanzierungsgeschichte. Das ist etwas, was das Gewerbe natürlich auch immer bringt, oder? Also die Matura und das Hochschulstudium ist voll finanziert und ein Gewerblehrer, da zahlt der Arbeitgeber Tag dran, wenn man vielleicht eine Fachausbildung nachher macht, auch irgendwie in einem Abgeld oder in der Freizeit und man muss sie selber zahlen. Das ist ungerecht. Das ist ungerecht und gleichzeitig ist es eine Besonderheit von unserem Schweizer System. Oder? Man müsste sich mal vorstellen, man hätte die Berufslehre nicht, wie viel das dann würde kosten. Also die Beteiligung von der Wirtschaft an unserem Bildungssystem, dass die Leute eine Lehre machen, dass die im Betrieb auch rendieren für einen Lehrmeister, für einen Betrieb, ist natürlich für die Wirtschaft hochinteressant. Und darum bin ich überhaupt nicht der Meinung, wir müssen jetzt das ganze System abschaffen oder auf den Kopf stellen, sondern meine Forderung ist eigentlich sehr moderat. Ich bin nur dafür, dass man auf dem Weg, den wir eingeschlagen haben schon, nämlich Stichwort Berufsmaturität, also mehr Schule in der Lehre,
dass wir auf diesem Weg jetzt ein Stück weitergehen. Auf der Berufsseite und auf der gymnasialen Stufe fordert Sie einen grösseren Zugang zu den Gymis. Richtig, also sowohl als auch, sowohl mehr gymnasiale Maturität als auch mehr Berufs- und Fachmaturität. Aber noch einmal, von mir aus gesehen, ist das ein bewährtes System, das wir haben. Ich würde dann festhalten, man soll es einfach im Moment ein bisschen weiterentwickeln. Gut, und jetzt komme ich wieder mit meinem kritischen Aspekt. Wir haben es gehabt, was unser Bildungssystem kostet. Sie haben dargelegt, dass es aus Ihrer Sicht keinen Sinn macht, dass man da jetzt gerade am Anfang kürzen und Investitionen nicht mehr macht. Eine Frage brennt da natürlich, wenn wir jetzt die Hochschulen anschauen, dann sind die gerated. Also die ETH-Uni ist gerated. Unsere Top-Firmen im Land sind gerated. Und dann sagen wir, unser wichtigstes Gut in der Schweiz ist das Bildungswesen. Ja. Und das ist nicht gerated. Kein Gymi ist gerated, keine Sekundarschule ist gerated, weder im einen Kanton noch im anderen Kanton. Dann muss man sagen, wieso machen wir das nicht, wenn es uns so wichtig ist und wenn wir die Qualität so hochhalten und so viel Geld die buttern? Ich glaube, wir machen es darum nicht, weil es nicht erfolgsversprechend ist. Will Sie, was würde stören an der Uni? Also das würde, da, haben Sie nicht das Gefühl, das würde auf allen Ebenen mehr einen grösseren Anspruch geben? Wenn es mal schwarz auf weiß ist, dass zum Beispiel, ich weiss es nicht, also aus den Kantonen weiss man ja auch, haben ja nicht alle Kantone die gleiche Maturitätsquote. Das ist auch bei den einen Kantonen einfacher, wie an anderen Orten, auch schon nur ins Gymi zu kommen. Das haben ja auch nicht alle Aufnahmeprüfungen. Wenn man zum Beispiel wüsste, okay, wenn das ist, da ist die Erfolgsquote so hoch, da ist sie so hoch, da ist sie so hoch, würde das nicht auch Vertrauen schaffen? Für das ganze System. Natürlich für ein paar hundert Räder kommen, sehr wahrscheinlich. Ja, Vertrauen schaffen. Also, ich habe schon Vertrauen. Ich muss mein Vertrauen nicht erst aufbauen, sondern ich erlebe die Schule, ich erlebe die Arbeit der Lehrpersonen als sehr engagiert, als top. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man da mit Wettbewerb muss kommen in die Schule, dass man muss ein Ranking, ein gymnasiales Ranking oder was auch immer müssen einführen, damit die besser werden. Also Sie haben das Gefühl, so ein Ranking würde die ganze Geschichte verschlechtern? Es würde die Atmosphäre wahrscheinlich vergiften. Habe ich das Gefühl, es würde eine schlechtere Atmosphäre machen, es würde eine schlechtere Stimmung machen und es würde nicht dazu führen, dass die Bildung besser würde. Obwohl sie in der Wirtschaft und auf der Hochschulebene funktioniert? Ich kann nur von meinem Alltag als Lehrer reden. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein besserer Lehrer wäre, wenn ich dem Ranking mich müsste stellen. Wäre das für Sie jetzt als Lehrer auch kein Grund, sich für eine Stelle an dieser Schule oder an dieser Schule zu bewerben? Ja gut, Schulen haben ja ein gewisses Image. Also es gibt es ja durchaus. Aber, und das ist ja dann auch ein Kriterium, wieso man gerne als Lehrperson an so einer Schule arbeiten. Das hat ein Renommee und ein Image. Es hat ein Renommee, es hat ein Image. Aber ich als Lehrperson, ich muss schauen, dass ich im Moment mit meinen Leuten, die ich im Moment habe, die bestmögliche Arbeit kann leisten kann. Und ich glaube nicht, dass die Einführung von mehr Wettbewerb meine Arbeit besser macht. Das glaube ich nicht, sondern ich gebe mir auch so Mühe. Und da haben Sie das Gefühl, da sind Sie in der Mehrheit. Wenn Sie jetzt so schauen, was die ganze Problematik ist, also wenn ich wieder komme, dass es heisst, ja, wir haben weniger Qualität am Schluss bei der Matur, dass auch die Matura nicht überall in der Schweiz gleich sind. Ist das etwas, was Sie stört? Wenn wir da gerade die Klammern aufmachen. Ja. Dass Matura im Kanton Zug, im Kanton Zürich und im Kanton Genf oder Basel nicht die gleiche Qualität hat. Ja, das ist eine ganz komplexe Frage. Und ob die Matura denn wirklich eine unterschiedliche Qualität hat, das ist nochmal eine andere Frage. Aber dass es unterschiedliche Quoten gibt, das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Unter anderem damit,
dass es einen Unterschied gibt zwischen der Deutschschweiz und der französischen Schweiz. Da gibt es unterschiedliche Kulturen. In der Deutschschweiz ist das Berufsbildungssystem stärker verankert. Und dann kommt noch dazu, dass Gymnasialquote vor allem in den Stadtkantonen besonders hoch ist. Also es gibt einen Stadt-Land-Unterschied in der Stadt. Die Stadt wie Genf oder Zürich ist die Matura-Quote sehr hoch. Also wenn man Kanton also Zürich... Zürich ist nicht sehr hoch im Vergleich zu Genf oder Basel. Ja, doch, wenn Sie die Stadt Zürich anschauen, eben schon. Also natürlich, wenn Sie die Quote vom Kanton anschauen, genau, dann tut sich die wieder ausmitten. Ja. Aber wenn Sie nur die Stadt anschauen, dann haben Sie eben schon eine höhere Quote. Jetzt ist die Frage, ist das ungerecht? Und die Frage die möchte ich jetzt nicht vorschnell beantworten, weil das ist wirklich eine schwierige Frage, weil es geht nicht nur darum, dass die Quote überall soll gleich sein soll, sondern ich finde die Motivation, der Wille, der freie Wille von einem Jugendlichen für oder gegen das Gymnasium, das soll eben auch eine Rolle spielen. Und also es spielt nicht nur eine Rolle, wie intelligent das jemand ist, sondern es spielt auch eine Rolle, wie motiviert das jemand ist. Und dort finde ich es nicht grundsätzlich falsch, wenn man bildungsaffinen Milieus die Möglichkeit gibt, ins Gymnasium zu gehen. Wenn man nochmal die beiden Berufswege, Berufsausbildung auch mit Berufsmaturität und gymnasiale Maturität miteinander vergleichen, fällt etwas auch auf, nämlich, dass die Schulbildung, wenn man gymnasiale Maturität macht, ist die nahtlos, geht die bis 18, 20. Und wenn man die Berufslehre wählt, je nachdem, oder, dann fängt man nach der dritten Sek mit einer Berufslehre an. Vielleicht gerade mit Berufsmatur. Und sonst fängt man mal an zu arbeiten und hat dann im Hinterkopf, ja, ich kann dann die Berufsmatur noch machen. Ja, ich kann die Fachhochschule noch machen. Ich kann sogar eine Passerelle machen. Ich werde dann aber immer älter. Und das Lehren verschiebt sich, ich sage, die Ausbildung, nicht die Weiterbildung, verschiebt sich nach hinten, was es nicht einfacher macht. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Und ich glaube, dass sich der duale Weg in diesem Bereich wirklich stark verbessert hat in den letzten Jahrzehnten. Also, dass Berufslehre längstens kein Abstellgleis mehr ist, sondern dass es eben den Weg gibt über Berufsmaturität und Fachhochschule. Das ist eine echte Verbesserung, aber das ersetzt Grundbildung nicht. Also ich kann nicht sagen, ich kann ja alles immer noch machen. Da können Sie schon, es wird einfach ziemlich mühsam. Oder? Ja, schauen Sie, die Leute, die zu Gymi sind und die Matura, die tun ja nicht, wenn sie den Master haben, warten, bis die anderen die auch so weit sind, sondern die bauen ihren Vorsprung aus. Und wenn ich über einen dualen Weg gehe und immer sage, ich kann ja dann irgendwann noch, dann muss ich irgendwann andere Sachen machen. Mit, sagen wir, Mitte 20, 30 habe ich andere Themen am Start als Teenager. Da steht irgendwann Familiengründung, Vermögensaufbau und so weiter da. Und dann muss ich mich mit dem beschäftigen. Und dann, wenn ich den berufsbegleitend einfach muss nachbessern, was ich vorher verpasst habe, dann können Sie sich vorstellen, wie das nachher aussieht. Also das sind nachher Leute, die am Abend, nach einem gefüllten Arbeitstag, kommen, die ihre Kurse besuchen. Ich habe grössten Respekt für die Leute, aber das ist ein harter Weg. Und ich glaube nicht, dass wir unseren Jugendlichen einen Dienst erweisen, wenn wir sie quasi vertrösten. Auf später. Wenn wir sagen, du bist jetzt eine Schulmüde, geh du ja nicht mit Schule, du kannst das immer noch machen. Ich finde das unverantwortlich. Also das heisst, auch in der Berufslehre, die Ausbildung vorne, also in die Lehre einpacken. Oder möglichst viel in die Lehre einpacken und nicht auf später vertrösten. Die Modelle werden ja im Moment immer flexibler. Also ich glaube, es ist eine grosse Herausforderung für einen Jugendlichen, 3 Tage in der Woche im Betrieb zu arbeiten und 2 Tage in die Schule zu gehen. Das ist eine Doppelbelastung. Und welcher Gymnasiast hat die Doppelbelastung? Keiner, weil die können sich ganz auf ihre Bildung konzentrieren. Und wenn wir nachher von den Berufsmaturanden erwarten, dass sie quasi an 2 Fronten aktiv sind, das ist einfach eine sehr hohe Belastung für die Leute. Darum finde ich Berufsmaturität 2 eigentlich das bessere Modell, wo man das staffelt. Also wo man zum Beispiel die Arbeit zusammennehmen und nach der Lehre das Jahr Berufsmaturität machen. Und ich bin mir gegenwärtig am Überlegen, verschiedene Modelle, auch im Gespräch mit Leuten aus der Berufslehre, wie dass man vielleicht das Jahr auch könnte vor die Lehre holen. Also ich glaube, wenn man diesen Ansatz
würde ich mal durchdenken, von der Schulpflicht oder der Maturitätspflicht für alle, dann spielt es nachher, glaube ich, auch nicht mehr so eine entscheidende Rolle, wo genau die Berufsmaturität nachher steht. Ob die am Schluss von der Lehre steht oder am Anfang. Also ich glaube, da braucht es Flexibilität. Wir sind am Schluss von unserer Sendung, da braucht es Flexibilität. Sie haben das schon ein bisschen von Visionen erzählt, wie Sie sich das vorstellen könnten. Wenn man jetzt weiss, wie viel geschrübelt wird an dieser ganzen Übung, auf allen Stufen, von Lehrmitteln, Fremdsprachen, wann, wie, wo, kann so etwas überhaupt mehr als eine Vision werden? Oder reden wir da von einem Zeitrahmen von was? Die nächsten 50 Jahre, 100 Jahre? Oder bis Sie so etwas Wegweisendes überhaupt durchbringen können? Ja, also ein für mich tröstender Gedanke ist ja, dass es mich eigentlich gar nicht braucht. Weil die Wirtschaft ja sowieso täglich neue Fakten schafft. Und die Ansprüche nochmal aus der Wirtschaft steigen und die tun sowieso das Bildungssystem verändern. Also die Zukunft wird es bringen, aber mein Anliegen ist, dass wir unsere Jungen nicht ins Messer laufen lassen, sondern wir müssen die vorbereiten auf die Zukunft. Und da sind wir auf einem guten Weg? Wir könnten es besser machen. Ich glaube, für das setze ich mich ein. Darum bin ich da. Weil ich glaube schon, dass wir da ansetzen können, zum Beispiel eben gerade bei der Motivation. Ich glaube, dass wir viel motivierte junge Leute haben, aber wir dürfen nicht nur zu den Motivierten reden, sondern zu wollen in die Schule gehen, zu wollen sich bilden, das geht nicht einfach vom Himmel. Sondern das ist auch etwas, das man muss kultivieren, das man muss pflegen. Und ich glaube, da ist der Staat in der Pflicht, so wie es auch in der Schulpflicht umgesetzt ist, diesen jungen Leuten eine gewisse Hilfestellung zu geben. Herr Fischer, machen wir hier fürs Erste einen Punkt. Da haben wir sicher nicht das letzte Mal darüber diskutiert. Da bleiben wir dran und schauen, wie sich das verändert. Vorerst herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Danke Ihnen. Zementiert die konstant tiefe Maturitätsquote Berufslehre oder widerspiegelt sie schlicht die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler heute? Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist konkret mit dem Gymi-Lehrer und Bildungsexperten Andreas Pfister. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Mit neuen Meldungen aus der Region geht es jetzt weiter im Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch